Wir brauchen dazu Schokolade und Palmin. Ich habe jetzt hier Zartbitter und Vollmilchschokolade, Sahne und natürlich brauchen wir dann ein paar von den Keksen. Da könnt ihr nehmen, welche ihr wollt, von Leibniz oder günstige. Und als erstes geben wir einfach die Sahne einmal in die Milch-Palmin-Mischung. Und das Ganze geben wir einmal auf einem Wasserbad, auf dem Herd, also auf dem Herd, auf dem Wasserbad. Und lassen das Ganze schön schmelzen, bis das richtig schön flüssig ist. Wenn alles schön geschmolzen ist, alles sich aufgelöst hat, dann geht es ans Schichten. Und dafür habe ich einmal eine Form mit Frischhaltefolie ausgelegt, damit ich das später besser rausbekomme. Und habe auf dem Boden als allererste Schicht Schokolade gemacht und dann die Kekse darüber und dann wieder eine Schicht Schokolade. Und so macht ihr das, bis die Schokolade aufgebraucht ist oder bis ihr oben angekommen seid. Zum Abschluss habe ich ja noch einmal Kekse oben drauf gemacht und dann schlagt ihr einfach die Frischhaltefolie ein, also die Seiten ein, so darüber und dann geht das Ganze über Nacht in den Kühlschrank. Und am nächsten Tag können wir dann das Ganze einfach auspacken und ausschneiden und schon ist unser kalter Hund fertig. Und der war sehr lecker. Ich persönlich esse das nicht so gerne, aber mein Mann und mein Sohn haben sich da reingelegt. Die essen das sehr, sehr gerne und an für sich geht das auch sehr, sehr schnell. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.